Ja, hallo meine lieben Freundinnen und Freunde der Rundenstrategie. Weiter geht's zu dem wunderschönen Spiel Songs of Conquest von Loverpotion. Und wir haben beim letzten Mal es geschafft, hier die große Siedlung in Smaragd Außenposten einzunehmen, was hoffentlich uns noch Vorteile bringt. Und jetzt spielen wir einfach mal fröhlich, aber bestimmt mit unserem schönen Rana-Spielstand weiter. Und ich kann es mir schlichtweg nicht merken, dass ich ein bisschen wechseln soll. Den meisten ist es vielleicht schon aufgefallen, wir wechseln jetzt aktuell noch ab Songs of Conquest und Gloomhaven. Waldermiss bin ich ja mal wieder gescheitert, wie es ist. Und jetzt sage ich nochmal ganz kurz was dazu. Das hat auch was mit meinen Let's Plays zu tun, das ist jetzt mir wichtig, dass es an der Stelle kommt. Alle Lebensformen auf diesem Planeten lernen durch Fehler. Außer der Homo sapiens sapiens, der schafft es dann, nach 8, 9 Jahren haben wir es dann endlich geschafft, den Kindern beizubringen, dass sie sich für Fehler schämen sollen. Deswegen, ich bin da anders, ich mache ein Let's Play auch, mir macht das Bock, mir macht das Laune, ich spiele nicht immer alles perfekt runter. Ich finde es auch nicht so schlimm, für mich steht im Vordergrund der Spaß und ich habe hier die Gelegenheit, euch aufzuregen und dann tue ich das einfach auch. Fast wie in einer Ehe. Blub. Oh, guckt euch mal das an. Wir haben es zoomfifiziert. Schaut euch das mal an. Ist ja cool. Das sieht man jetzt halt hier sehr deutlich, was das Spiel halt auch so mit einer Grundfläche macht und so. Wenn das jetzt noch eine schöne Grafik wäre. Jetzt lass es endlich mein Cake. Ja, ja. Noch ein Butler. Ja, noch ein Butler weiß ich nicht, ob ich das machen möchte. Nee, nee, nee. Komm, den verkaufen wir jetzt einfach mal. Gut, was haben wir hier? Ja, so eine Pilzzucht, die Gold generiert, da sage ich jetzt nicht nein, ne? Okay, wir brauchen, um diese Stadt aufzuwerten, was? 1000 Gold, 5 Steine und 5 Holz. Davon hätte man natürlich mehr als genug. Man muss aufpassen, wenn man viel baut, dann braucht man ja auch Dinge. Jäger sind halt einfach grundsätzlich nicht verkehrt. Ein Schamanenzelt, das fände ich aber jetzt auch nicht verkehrt, wenn wir das hier hätten. Ich glaube, ich baue das Schamanenzelt für 1000 Goldmünzen, 4 Steine und 2. Ich glaube, wir haben noch gar kein Schamanenzelt. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ist ja auch wurscht. Ist es nicht, aber... Okay, ich gucke mich gerade noch ein bisschen auf der Karte um, Leute. Das müsst ihr mir ein bisschen verzeihen. Okay. Es geht mir um die Verteidigung, wie ich das am besten mache, wie ich da vorgehe und so weiter und so fort. Okay, wir haben hier in dem Gebiet... auf keinen Fall alles eingenommen. Nichtsdestotrotz möchte ich eine Verbindung schaffen jetzt zu meinem bisherigen Reich. Aber ich muss natürlich auch ein paar sehr nützliche Dinge hier einsammeln, die ich hier sehe. So, plus 10% Zauberschadensresistenz. Ist natürlich sehr geil, dass wir das hier bekommen haben. Jetzt haben wir hier noch eine Mine. Genau, für himmlisches Erz, was ja auch super wichtig ist. Ein zerbröckeltes Monument. 600 Wissen gab dies. Ja, finde ich auch immer alles so sinnhaft, wenn man so untersucht Ruinen, bekommt daraus Erkenntnisse und sowas. Ne? Das finde ich immer eigentlich, macht alles ziemlich viel Sinn. So, mit denen wollte ich eigentlich, wenn ich mich nicht täusche, zurückgehen. Und dann wollen wir das auch mal tun. Du kannst ruhig da dran. Und da dran noch. Ja, das ist dann für die nächste Schlacht. Kann man ja auch, so ein Helden kann man ja auch dann wirklich massiv buffen. Indem ihr halt durchs Gelände hüpft und dann halt euch so Sachen vorbereitet, euch vielleicht auch so einen oder anderen Fixpunkt auf der Karte euch merkt, also macht es nicht so wie Pancake, sondern euch auch mutiert und dann klappert ihr die ab und zieht dann in die Schlacht. Ne? Das ist halt auch so Sachen, dann könnt ihr Buffs holen, die nach einer gewissen Rundenzahl einfach wieder neu generiert werden und nutzt die dann für euch. So, wir bekommen jetzt himmlisches Gedöns, ein Bruttümpel für die Forschung brauche ich aber 5 von diesen Dingern hier. Ja klar, habe ich die jetzt nicht, ne? Das ist logisch. Die Zeit vergeht und die Stärke der Feinde nimmt zu, okay. Genau, die wurde zu Rasks Brut hinzugefügt und nächste Runde. Nichts überstürzen, Ruhe bewahren. Mach's nicht wie ein Waldermiss, Pancake. Mach's nicht wie ein Waldermiss und tu eine Entscheidung fällen, die dich dann richtig bös in den Popo, ihr wisst schon. Kitzelt. Im Popo kitzelt, wollte ich sagen. Truppen aufrüsten. 7500. Ihr spinnt ja wohl. Aber was machen wir? Die besseren Truppen, die wollen wir natürlich haben. So. Apropos bessere Truppen haben. Ich und mir mal Sachen merken, ne? Das haben wir schon gemacht.
Hier habe ich gesagt, warte noch, zwei himmlisches Erz wäre nicht schlecht. Hier brauche ich auch wieder Schimmergewebe. Ah, für alles braucht man hier Schimmergewebe. Es ist doch zum Schreien davonlaufen. Wir geben aber das da mal aus. Mehreinnahmen sind grundsätzlich nicht verkehrt. Wir haben noch etwas Geld übrig, um Truppen eventuell einzuberufen. Aber hier ist jetzt auch nicht mehr wirklich so viel drin. Ich überlege, was hier sinnvoll sein könnte. Wir nehmen jetzt einfach hier die damit nochmal und werden dann wieder versuchen, unsere Truppen zusammenzuführen. Da kannst du als nächstes hin oder könntest du als nächstes hin. Komm, klick auf diese Symbole. Wir haben sie hier. So, wir dürfen also diese Bauern hier überzeugen, für uns Arbeit zu machen. Das ist gut. Dadurch steigen unsere Einnahmen weiter. Wir haben einen Turbanhelm bekommen. Aha. Okay, noch einen besser gesagt. So, jetzt habe ich eine bessere Sicht als Verbindung. Ein Söldnerquartier neutral. Geplündert 500 Gold, okay. Aha. Komme ich denn an dich dran? Die Gerüchten über das Erwachen weiterer Hüter in den großen Sümpfen sollte sich als wahr erweisen. Eine angesehene Schamanin namens Sugna lehrte die Rana seit langem den Umgang mit den gewaltigen Bestien, die als Beber bekannt waren. Erst kürzlich hatte man sie beim Zaubern gesehen, als sie Feuer und Zerstörung heraufbeschwor, um ein Lager von Banditen vor Banditen zu schützen. Wenn Rask nach ihr rief, würde sie kommen. Aha. Die fliehen hier. Die haben schon gar keinen Bock mehr. Wie sieht es hier mittlerweile aus? Sehr einfach. Und da machen wir beim Banditenversteck einen Kampf. Wow, dürfen wir uns hier sehr offensiv aufstellen. Mein lieber Herr Gesangsverein. My dear Mr. Singing Club. Wie machen wir das denn am besten? Also die Kavallerie eher in die zweite Reihe. So ist richtig. Der Schamane. Ah, nee, komm, wir spielen mal extrem auf. Moment, stopp. Stopp, stopp. Denk anders, Pancake. Du machst gerade einen Riesenfehler. Das Blöde ist, dass die uns hier schön flankieren können. Wir wissen nicht, wo sie stehen. Sie könnten überall stehen. Ja, ja, das meine ich. Das meine ich. Ja, direkt an die Schamanen drangekommen. Ist natürlich bitter. Auch wieder einen verloren hier. Nochmal einen verloren. Können wir jetzt nicht ändern. Piek den mal hier weg. Dann machst du hier die hier weg. Ja, die kriegen es gerade voll ab, ey. Dass das nicht ganz ohne Verluste geht, das war mir irgendwie auch ein bisschen klar. Gut, dann Kavallerie gehen wir da lang. Da lang, da lang, da lang und patz. Ich will mir das angewöhnen, die möglichst weit zu bewegen. Ich weiß, dass es jetzt gerade nicht notwendig war, was ich hier getrieben habe. Okay. Man baut dann immer so einen kleinen Lapsus ein, sag ich mal, ne? Vergisst dann so Sachen und bewegt ja den straighten Weg. Und das sind so Sachen, die versuche ich zu antizipieren. So, haben wir die auch erwischt. Hat aber ein paar Leben gekostet, aber so ein Banditenversteck wollen wir ja auch ausräuchern dürfen. So, gut. Dadurch wieder eine neue Stufe. Ein Plünderer. Ist er ein Plünderer? Ich weiß nicht, ob das zu ihm passt. Ich mache die maximal an, oder fast die Maximalanzahl an Slots, dann habe ich genug, ja, wie soll ich sagen, Platz, um auch doppelt was zu belegen. Ich denke, das ist jetzt nicht verkehrt. Spielen wir einfach mal so weiter. Schauen wir mal, was die nächste Runde mit sich bringt. So, apropos, was die nächste Runde mit sich bringt. Wir wollen doch was mitbringen. Ja, das gab ihm 500 EP, jeder Teich, das ist echt gut. Ja, komm, wir führen sie jetzt zusammen. Und dann werten wir mal auf, was aufzuwerten ist. Also zunächst einmal schieben wir die hier rüber. Dann haben wir gesagt, wir wollen mit Doppelbelegung arbeiten. Ja, mach das, weil ich das sage. Die da könnte man eigentlich... Ja, wir haben einen Schamanen verloren. Wir könnten auch sagen... Die da werten wir auf.
Ja, es ist nervig, dass dann jedes Mal nur mal einzeln hier auf den Pfeil klicken muss, aber ich weiß auch, warum das Spiel das macht. Daher ist es okay. Genau, die behältst du jetzt. 50-50 Linieninfanterie. Ja, das passt. Kavallerie habe ich leider extrem geschwächt. Kann ich jetzt nichts ändern. Die werde ich dann gucken, dass ich sie jetzt aufwerten gehe. Die Möglichkeit habe ich ja bei uns in der einen Stadt. Halt, ah, Mystikus. Ich habe noch was vergessen. Wir hätten hier für dich was. Genau. Und da haben wir 6er Offensive und das ist auch besser. Ausrüstungsgegenstände vergessen, das ist sowas, was ich super gerne mache. So, jetzt steht er mir im Weg rum sozusagen. Das ist eigentlich nicht so gut, aber ich will trotzdem erstmal bei uns da drüben nachschauen. Wir haben da oben noch Möglichkeiten. Ja, ich sehe halt 1000 Dinge, die wir machen könnten, gefühlt. Ich kann aber ihn, glaube ich, auch zu einem Abstecher jetzt nötigen, da oben mal so Sachen einzusammeln. Und ich glaube, die da schließen sich dann uns eh an. Ich hoffe, es nicht zu vergessen. Apropos vergessen. Nee, wir haben nicht viele Ressourcen. Ich gehe nochmal einfach die Runde weiter. Wir bekommen nur sehr spärlich Mehreinnahmen rein. Deswegen heißt es halt sehr vorsichtig sein. Handschuhe der Handelszunft haben wir bekommen. Was machen die denn? Hab auf den falschen Reiter geklickt. Die sind mächtig. Einkommen plus 100 Gold, das darfst du machen. Die darfst du einfach behalten. Ich will nicht wissen, wie das mit diesen Handschuhen funktioniert, dass er pro Runde 100 Gold mehr bekommt. Lasst eurer Fantasie freien Lauf. Aha. Hier unten, was haben wir denn hier? Ja, da hätten wir nochmal welche, die sich uns anschließen. Wir gehen erstmal da runter. Ihr wart es ja, die auch gesagt haben, hey Benkeke, ich tue jeden Winkel der Karte erkunden. Das gehört bei den Spielen zum guten Ton. Dann mache ich das doch auch einfach mal. Warum? Weil ich es kann. Noch eine Runde weiter. Wir sparen nochmal, dass ich so über 10.000 komme. In der Runde schauen wir mal, was jetzt passierte. Ja, ihr dürft euch uns anschließen, vor allen Dingen, weil ihr so schön viele seid. Ich habe damit kein Problem, jetzt sage ich mal, ein bisschen schlechtere Truppen auch dabei zu haben. Und es hat auch sogar komplett gepasst. Dann bitte einmal die Kaff nach hinten, dass ich da nicht durcheinander komme. Und ihr als Linieninfanterie alle komplett vor. Und da habe ich jetzt mal einen Haufen Speerträger dabei, ne? Würde ich mal behaupten. Opferbares Material, ne? Schuhe des Wanderers machen. Sind auf jeden Fall besser. Zwei Bewegungen, zwei Sichtradius sind besser als die Reitstiefel, weil er ein Reittier hat. Aber da denkt man nicht weiter drüber nach. Ahahaha, Bernstein, Leute, wir haben Bernstein bekommen. Und noch mehr Schimmergewebe, das ist auch sehr, sehr nice aus Gründen. Oh, ein Zerstörungsschnörkelturm haben wir gekriegt, wie toll. Dann geht's jetzt aber, haben wir nichts übersehen. Ich will nicht wieder, dass der Philipp schimpft. Okay, also, dann gehen wir hier hin. Ich hatte ja eigentlich vor, die da zu holen. Mir fehlt noch ein Schimmergewebe. Es ist doch zum Schreien. Ein Schimmergewebe fehlt mir für das. Gehen wir mal in das andere Städtchen hier rüber. Um das aufzuwerten, brauchen wir auch wieder Schimmergewebe. Um das hier aufzuwerten, haben wir. Dadurch verdiene ich einfach mehr, wenn ich dieses bisschen hier ausbaue. Jetzt haben wir hier nochmal einen Bauslot. Was machen wir denn noch? Was haben wir denn noch nicht? Ich glaube, eine gute Idee wäre es. Nee, andersrum. Bin ich gerade doof? Ja, da ist ja doch der Tauschplatz. Den brauche ich, um, ja, ihr wisst schon, einzukaufen im Notfall. Ressourcen, die ich nicht besitze. Gold gegen Ware, meine Damen, meine Herren. Ja, ihr dürft euch natürlich gerne uns anschließen. Damit haben wir kein Problem. Genau den Platz habe ich nämlich hier drin. Für euch extra freigehalten, als hätte ich das absichtlich gemacht. Okay, da komme ich jetzt nicht durchgekämpft. Da oben sehe ich noch Speerträger, die ich aber nicht aufnehmen kann. Ist ein bisschen bitter.
Ich versuche natürlich, yes, da kommt das Schimmergewebe, das ich so dringend benötigt habe. Jetzt ist natürlich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Eis bereits von Wut erfüllt. Wir haben ein bisschen Angst, weil ich so weit draußen bin, von zu Hause weg. Dann würde ich sagen, hauen wir schnell ab und gehen zurück, werten auf und weiß der Geier, was wir alles machen können. Denn, was wir jetzt machen können, ist folgendes. Nein, hier, und zwar können wir jetzt die Kriecher hinzufügen. Ganz wichtig, dass wir die jetzt auch produzieren. Und um dieses Gebäude aufzubauen, wir brauchen noch wieder ein Schimmergewebe. Okay, wenn der Tauschplatz fertig ist, sind diese Probleme auch endlich ein Problem aus der Vergangenheit. Ein gelöstes welches, ich kann es kaum erwarten. So, und denkt dran, Leute, auch wenn ihr das in der Schule gelernt habt und ihr habt mal eine Lösung gefunden für ein Problem, es gibt manchmal vielleicht für ein Problem mehrere Lösungen. Hat man euch in der Schule so beigebracht, ne? 1 und 1 ist 2. Ja, hier, Herr Lehrer. Ich hab's gelöst. Kann ich jetzt nach Hause? Ja, ja, hast du super gemacht. Zack. Was haben wir hier an der Schenke? Hier haben wir einen Wegweiser. Da müsste uns auch eigentlich Bewegungspunkte geben. Hier haben wir nochmal so ein Teil. Okay, ich denke mal, dass es hier nicht mehr viel weitergeht. Ich befürchte eher, dass wir dann... Das war eine Oase, die da so geklackert hat, dass von hier aus der Gegner kommen wird. Auch, unter anderem. Das Spiel weint dann immer so schön. Euer Welpenschutz ist bald vorüber. Wir hätten vielleicht auch mal irgendwie gucken müssen, wie wir da runterkommen. Ich bin da halt einfach mal 10.000 Mal vorbeigelaufen und hier liegt einfach ein Riesenschild rum. Hab's echt... Das habe ich gesehen, dachte, ja, hier irgendwo kommt man vielleicht hier unten rum, ne? Wenn man mal die Augen aufmacht, ne? Hier oben ist eine Gasse, ne? Und ich laufe halt 10 Mal dran vorbei. Ich hatte die Chance. Aber okay. So, der Bruttümpel auch. Oh, wir brauchen echt viel von diesem Schimmergewebe. Es ist ja zum Schreien. Ich freue mich, wenn jetzt dieser Tauschplatz endlich fertig ist. Truppen aufrüsten, lese ich. Jawohl, genau das, was ich wollte. Und zwar unsere Kavallerie. Das ist nämlich gar nicht so günstig. Aber wir können uns das jetzt gerade eben einfach leisten. Wir könnten auch Truppen einberufen. Wir haben das ein oder andere schon mal produziert. Ich würde sagen, wir nehmen mit, weil wir jetzt da sind, den Reiter. Wir nehmen mit 2 von den Würmern. Jetzt haben wir sie da. Ich nenne sie Würmer, es sind aber Kriecher. Achtung, Achtung, Ben Cake sagt die Sachen wieder richtig. Diese Frösche nehmen wir nicht mit. Wir könnten noch Linieninfanterie mitnehmen. Ich würde sagen, das bietet sich beinahe an. Ich überprüfe jetzt erstmal was anderes. Ich habe jetzt meinen Tauschplatz. Und ich brauche von dem Zeug Sachen. Wenn ich 5 Stück kaufe, kostet mich das 3.500. Ich mach's. Dann haben wir 7 Stück da davon. Jetzt können wir irgendetwas weiterbauen. Aha, wir brauchen, damit das geht, ein Gebäude namens Sammler. Dann reißen wir das hier nieder, bekommen etwas wieder dafür zurück und bauen jetzt das Gebäude Sammler, um Holz zu sammeln. Von mir aus. So, zumindest weiß ich jetzt, was Sache ist. Das ist gut. Dann kann ich hier weitermachen. Oder könnte weitermachen. Geht nicht, ich habe nicht genug Slots. Wir haben doch eigentlich... Oh oh. Ich habe das falsche Gebäude niedergerissen. Nein, ich habe das falsche Gebäude niedergerissen. Ja gut, dann haben wir es jetzt, wie es ist. Morgen. Das kann nur ein Bencake. Das kann nur ein Bencake. Wie kannst du das falsche Gebäude, das deine Jägerhütte zerstört? Jo, weil ich es kann. Sie war da, sie war mir im Weg. Ich wollte sie einfach wegmachen. So, dann gehen wir da lang. Da oben noch. Jawohl. Okay. Ich würde jetzt so gerne wissen, was mit dem Schild ist. Ich hole mir jetzt das Schild. Mann, war das dumm. Ja, irgendwas mit den Feinden ist okay. Ich mach das ja gleich, was du mir schon die ganze Zeit auftragen willst. So, jetzt kommst du weg. Jetzt kommt wieder hier der Unterstand hin.
Wir haben es ja, Bencake, du haust es einfach raus, oder? Weil du es kannst, ne? Genauso ist es so. Jetzt kann ich dieses Gebäude nämlich endlich aufwerten. Das ist noch schöner. Jetzt können wir nämlich die besseren dann produzieren. Wir könnten hier mehr Holz machen. Da bin ich aber ein bisschen vorsichtig. Wir können immer noch nicht den Bruttümpel machen, weil uns was jetzt fehlt. Ah, die Warteleiste ist ja natürlich voll. Wäre das schön gewesen, wenn wir das richtig gemacht hätten, ne? Bencake, wenn wir da aufgepasst hätten, auf was für ein Gebäude du da klickst. In den Gedanken war ich, habe ich es richtig gemacht. Das war es aber auch. Lalala. So, dann gucken wir mal nach dem Schild. Aber dann will ich mal gucken, was da mit diesem Drachen da eigentlich los ist. Ja, Einnahmen und so weiter sind jetzt sehr stabil. Das gefällt mir sehr. So. Du möchtest so gehen. Ja, dann gehen wir bis hier hin. Moin, Chef. Hab da was für dich mitgebracht, Chef. Hast du ja was für mich dabei? So, apropos. Also, wir tauschen aus die hier gegen die hier. Nice. Ja, das ist eine ansehnliche Kavallerie. So. Der Rest ist meiner Meinung nach beinahe richtig. Obwohl. Ja, ich will die eine Einheit schon versuchen zu machen. Oder zu spielen. Kavallerie, dann mal die Jungs. Die Jungs haben wir einmal unaufgewertet. Ja, komm, ich nehme sie einmal unaufgewertet mit. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Okay, das heißt, du kannst jetzt wieder zum Aufwerten gehen. Jo. Ich weiß, das sind halt so Runden, da hast du kaum Kämpfe, ne? Da musst du vorbereiten, da musst du nachdenken, ne? Was du machst als nächstes und so. Ja, ich weiß. Ist vielleicht nicht die spannendste Folge gerade. Apropos nicht die spannendste Folge. Hier haben wir aber schon wiederum eine interessante Situation. Du, ihr guckt mal über die Flanke. Die stehen eigentlich tatsächlich interessant. Aber die Aufstellung gefällt mir eigentlich immer ganz gut, die die KI so ein bisschen vorschlägt, muss ich euch ehrlich sagen. Die stehen eigentlich immer recht interessant da. Jetzt musste auch die KI weiter hinten starten, deswegen hatte ich mich entschieden, okay, du lässt den jetzt hier oben stehen. Das ist ja wohl selbstverständlich klar. Ja, das ist natürlich jetzt nicht mehr die Dolbohrer-Truppe, die ich jetzt hier in den Kampf schicke, ne, das muss man halt auch ganz klar sehen. Das sind jetzt hier schon richtig gut ausgebildete Soldaten und die stechen natürlich die da einfach ab. So, natürlich möchte ich hier den Zug um eine Runde versetzen, nach hinten versetzen. Wie weit kommen die? Tatsächlich nur bis zu dem toten Köter. Dann vor. So, jetzt hätten wir die Kavallerie, die kriegt auf jeden Fall hier den Bonus für die Attacke. Wobei ich mich gerade frage, ob die Verluste für die nicht zu hoch wären. Oh Gott, ich bin ans Mikro gekommen. Sorry, Leute. Ja, die Verluste wären zu hoch. Es war nicht gut gespielt. Aufschieben des eigenen Zuges. Vielleicht kann der auch noch irgendwas finishen. So ist es nicht. Jetzt rücken wir hier mit der 15er-Truppe gegen die 14er hier. Mit dem vollen Ansturmbonus, allen Boni, die ich halt vergeben kann. Und schon hat es gerappelt in der Kiste. So, und jetzt reduzieren wir die erstmal. So, ich merke, was denen ihr Nachteil ist. Sie sind sehr langsam. Das heißt, zwar haben sie einen tollen Bonus für die benachbarten Einheiten, aber es reicht mir nicht, was der hier an Schaden machen möchte. Das ist eine interessante Mischung, die Einheiten, die wir hier so ein bisschen haben. So, wir versetzen dich von der Initiative her ganz ans Schluss. Dann habe ich hier die Field Control, würde ich mal behaupten. Hat der irgendwas drauf, dass der mich nicht mehr...
sehe jetzt halt gerade bei ihm nicht, dass das irgendwie was auslöst. Ich will es jetzt nicht riskieren, deswegen gehe ich jetzt mal nur so, in Anführungszeichen nur. Wir greifen natürlich an. Mist, wir verlieren einen unserer Frösche. Wollte eigentlich ohne Verluste hier raus, aber gut, mein Gott. Ich dachte, sie schaffen es ohne einen Mann zu verlieren. Nicht so viel denken. Eieiei. Ich lehne mich hier wieder mal in meinen Bildschirm rein, bemerke ich gerade zu spät. Jawohl, haben wir uns durchgekämpft, so wie sich das gehört. So, und jetzt sammeln wir erstmal unseren ganzen Loot ein, denn Loot tut gut. So, davon haben wir mehr als alles ist genug hier vorhanden. Hier könnten wir auch direkt weiter ausbauen. Möchte ich gerne haben. So. Hier muss ich meinen Fauxpas wieder reparieren. Ah, das ist teuer. Das war ein teurer Spaß. Kann man nichts machen. So, und jetzt fehlt mir wieder tatsächlich Schimmergewebe. Marktplatz öffnen. Schimmergewebe kaufen. Und dann brauchen wir jetzt endlich den Bruttümpel, damit wir Forschungen machen können. Bin ich auch schon gespannt, welche Bonis uns da, ja, locken werden, was uns Vorteile bringt. Ich lasse mich mal überraschen. Nee, das will ich jetzt nicht. Ja, hier lag auch richtig viel rum, ne? So, das Dreiecksschild. Was machst du denn, Dreiecksschild? Ja, das ist natürlich mega geil mit 12 Verteidigungen und so Zeug. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Hätte ich viel früher machen müssen. Habe ich nicht. Ist, wie es jetzt ist. Kann man nichts machen. Aus Fehlern lernt man, nicht wahr? So, dann weiter geht's. Zack. Truppen aufrüsten. 3 Stück dürften es jetzt an der Stelle sein. Das ist insgesamt mega teuer. Wir nehmen die hier. Wir nehmen einen Teil derer. Und dann Rest müssen wir in der nächsten Runde machen. Das heißt, der bleibt hier erstmal stehen. Und ich glaube, ich werde jetzt mal so frei sein, auf dem Markt Holz zu verkaufen. Denn davon hat unsere kleine nachhaltige Froschgesellschaft, nenne ich sie jetzt einfach mal, mehr als genug. Und schon haben wir wieder Geld zur Verfügung. Dann können wir mal gucken, was wir weiter aufrüsten könnten. Natürlich will ich erstmal die hier aufrüsten. Und die da finde ich eigentlich auch ganz dufte. Und dann müssen wir den Rest wirklich in der letzten Runde machen. Heieieiei, das kostet mich da alle die Geld, ne? Aber der Ben Cake, der will halt auch eine elitäre Truppe zusammenziehen sich. Und ja, euch die coolsten Einheiten natürlich zeigen. So, dahin sollen wir jetzt als nächstes. Das würde ich gerne noch in dieser Folge irgendwie schaffen. Bei dem ganzen Hin- und Hergeschiebe meiner Einheiten solltet ihr das auch hinten drauf kriegen, ne? Das war ja ein bisschen... manchmal ist es natürlich dann schwer, dazu zu gucken und zu folgen. Und wird das heute noch was, Ben Cake, ne? Aber ist ja auch ein Strategiespiel, sagt er ja auch immer zu mir. Nein, ist mir schon wieder an dem Ding da vorbeigelaufen. Ist mir jetzt egal, jetzt lass ich's. Ne, die Dinger blinken, aber ist mir egal, ich will den direkten Weg jetzt wählen. Ich will jetzt keine großen Umschweife mehr machen und an allen möglichen Bäumen anhalten. Keine Bewegung mehr. Genau so habe ich das erwartet von dir, Spiel. Truppen aufrüsten, die restliche Rampe hier bitte. Und dann könntet ihr doch mal bitte da dazu. Und dann könnten wir mal gucken, was haben wir denn jetzt möglich an. Aber welche Möglichkeiten haben wir? Der können wir auch schon mal aufwerten. Wow, wir haben eigentlich nur Sachen zum Aufwerten da. Es ist ja schrecklich. Ja, das ist ja... Ja, ja. Wir könnten die 3 hier mitnehmen. Dann wäre der eine Stack auch zufriedenstellend voll. Wir könnten die da aufwerten schon mal. Dann haben wir fast nichts mehr. Hier gibt es auch diese besseren Frösche. Da haben wir aber eigentlich das Geld nicht mehr dazu. Das können wir auch ein anderes Mal machen. So, dann gehst du wieder da lang. Und schaust mal zu, dass du wieder was mit deiner kleinen Armee hier machst. Schlecht sind die nicht, ne? Also das ist schon, das hat schon Schlagkraft, was sie hat. Und ich hoffe natürlich dann auch durch die Forschung, ne, die Stack-Anzahlen zu erhöhen. Das bringt mich natürlich hier hin, hier rüber zu. Dann schauen wir uns mal an, was es hier an Forschungen gibt. Und ja, wie ich es mir erwartet habe, kann man hier die Stacks wieder erhöhen, das ist klar. Wir haben hier mehr Schimmergewebeproduktion.
Mehr Einkommen allgemein. Okay, mehr Gebäude, das ist die Essenzschiene. Okay, dann habe ich hier alles. Mir fehlt aber noch eine Drachenpyramide. Wie cool ist das denn? Aha. Drachenpyramide unterscheidet sich durchaus vom Bruttümpel. Ja. Interessant, interessant. Drachenpyramide. Heißt es also, ich bekomme tatsächlich Goddamn Dragons. So, dann wollen wir sie mal finden. Die Ithdra. Sieht doch hier schon mal so ein bisschen danach aus, oder? Da ist so ein Drachenschein. Versunkenes Standbild. Gehen wir mal hin. Eine alte Statue eines Drachen stand auf dieser Lichtung. Als Rask, der erste Reiter, näher trat, erklang eine Stimme. Wächterstandbild. Komm, Rana Hüter, seit Jahrhunderten hüte ich den Schatz des Sumpfes. Bist du des Schatzes würdig, den ich bewahre? Wonach suchst du? Keine Spielchen mit mir. Du weißt, wer ich bin, und du weißt, dass ich die Ethra suche. Der Sumpf umsorgt uns. Dann bist du jener Rana, den wir erwarten. Sie halten sich im Heiligtum verborgen, seit der Zeit der Auslöschung durch Kaiserin Aurelia. So öffne das Tor, damit die Ethra sich uns im Kampf gegen Aurelias Ausgeburten anschließen können. Es ist getan. Der Sumpf umsorgt uns. Behauptet er einfach hier. So, dann Handschuhe. Die Handschuhe der Jagd. Glaube ich, haben wir die zweimal gekriegt, ne? Ja, es gibt die wilde Jagd 211 und ja, beide sind in der wilden Jagd. Wer ganz fertig liest, ist auch im Vorteil. Halblesen gilt nicht. Also wir haben es geschafft, jetzt zu wissen, wo es diese Drachen gibt. Okay, und jetzt müssen wir in den Norden. Das heißt, wir haben hier irgendwo einen Weg, den wir wählen müssen. Wahrscheinlich gehen wir hier raus nach Norden und schnappen oder versuchen herauszufinden, wie wir an diese Drachen reinkommen, ne? Würde ich mal behaupten. Das ist so unsere nächste große Challenge. Bedeutet, dass der hier lang läuft, da oben lang. Das bedeutet, dass ich hier da lang laufen muss. Und das wiederum bedeutet, weil ich mich kenne, dass ich mindestens noch eine Runde spielen muss, weil ich sonst einen fatalen Fehler mache. Mich mal wieder 2 Tage hintereinander das nicht aufnehmen oder so. Ich kenne mich auch einfach. Du warst ja schon dran, ne? Du warst ja schon dran. Dann gehst du mal jetzt bitte hier hin. Maximale Bewegungsreichweite. Maximale Frosch. Oder was auch immer ihr sagt. Maximale Sprungreichweite. Das kann länger dauern bei mir. Ich will das jetzt rausfinden, was die möglicherweise sagen. Und one more turn. Sonst ist es kein richtiges Rundenstrategiespiel. So, okay. Dieser Stehenstein habe ich ja. Genau. Und jetzt geht's hier lang. Und wahrscheinlich irgendwo da hoch. Es gibt wahrscheinlich mehrere Wege, wie ich dieses Spiel kenne. Keine Frage. So. Gut, dann hat er das schon mal abgeholt. Bewegt sich jetzt hier rein. Du gehst zu ihm. Und jetzt fange ich an gleich zu schreien, weil ich jetzt ganz, ganz viel überlegen muss. Also die da gehen dahin. Tschüss. Die da gehen darüber. Auf jeden Fall. Es fehlt mir natürlich einer, aber das ist natürlich, ne? Das ist der innere Monk, den ich jetzt da ein bisschen beruhigen möchte. Wir haben diese 6 hier. Wir haben diese 15. Also ich will jetzt schon mit Full Stacks arbeiten. Ich habe auch gleich noch eine Idee, bevor ich da jetzt hier weitermache. Uns fehlt jetzt. Jäger könnten wir erhöhen. Die Dicken brauchen wir nicht. Wir könnten die ausgewachsenen Kriecher gebrauchen. Und die Reiter der Sümpfe, ne? Reiter und ausgewachsene Kriecher mehr. Reiter und ausgewachsene Kriecher. Warum nicht? Entsteht genug Schimmergewebe. Fehlt genug Schimmergewebe. Ihr mit einem Schimmergewebe. Ich werde bald wahnsinnig. Schimmergewebe. So, mehr mache ich jetzt da nicht. Dann werde ich jetzt diesen Stack erhöhen. Und ich werde einmal diesen Stack erhöhen.
Okay. Ja, ihr merkt schon, ich tue an jeder kleinen Stellschraube drehen, ja, und ab und zu mal wieder ein Fauxpas einbauen, damit ihr euch aufregen dürft und könnt. Das ist mein großes Ziel. Aber jetzt habe ich hier natürlich die Möglichkeit, logisch, klarer, ne, nochmal ein bisschen stärker zu werden in der Haupttruppe, auch wenn sie sehr Speerinfanterie-lastig ist. Ich kenne da aber nichts, ne. Apropos nichts kennen, geht das eigentlich auch hier? Das geht auch, okay. Das ist cool. So, die Handschuhe, bla bla bla, das bleibt. Das habe ich bei ihm abgelegt. Das ist okay. Alles klar. Gut, gut. Da waren wir wohl schon dran. Ziehen wir uns nochmal Pilze rein. Und dann stoßen wir weiter in den Norden vor. Während er wieder seiner alten Tradition frönt und Truppen aufwerten geht. Und jetzt bin ich beruhigt, jetzt kann ich beruhigt schlafen. Jetzt habe ich das Wichtigste eigentlich schon fast getan. Fast. Jetzt gucke ich nur noch mal kurz in den Stadtausbau. Hier sind wir am Maximum. Ich glaube, hier geht nur noch das hier. Überlege ich gerade, ob ich es mache. Brauche ich das Holz? Lasse ich sein. Gerade brauche ich es nicht. Hier ist auch alles gemacht. Also die Stadt haben wir schon mal geschafft. Die südlichen Ebenen. Und hier... Ja, da warten wir mal mit. Für das Schamanenzelt. Ja, ich brauche für alles Schimmergewebe in diesem Spiel. Es ist doch zum Schreien, Leute. Es ist zum Schreien. Ich kann irgendwie nur den Bruttümpel machen. Ärgerlich. Ärgerlich. Ach, ich kann die jetzt mir holen, wenn ich das möchte. Und die bringt die mit, Msunga, die das Jenseits erblickt. Ach ja, ist das so? Oh Mann. Auf die Idee bin ich halt nicht gekommen. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie viele von euch gebrüllt haben. Rekrutierung für 3000. Ja, sehr schön. Hätte ich gerne. Truppen einberufen. Du hast wahrscheinlich irgendeinen Bonus auf diese Biester hier, ne? Sind das irgendwie aufgewertet oder sind das normale Biber? Das sind auch normale Biber. Okay, wir haben 5 Stück da davon. Oder könnten wir jetzt uns noch 5 Stück holen, weil mehr Geld haben wir nicht. Dann haben wir das auch mal gemacht mit ihr. Dann bleibt sie erstmal da kurz parken, ne? Ja. Und sie ist Stufe 1. Okay, sie kann auch erstmal zu Transportzwecken dienen. Bringst du irgendwas mit? Nee, ne? Du bringst nichts mit. Okay. Alles klar. Gut, merkwürdige Überlänge dadurch bekommen. Aber wir haben noch eine weitere Hüterin gekriegt. Wenn, da war ja dieser Text mit ihr, aber dass ich dann in die Stadt gehen soll und danach gucken, dass sie dann sich dort befindet. Dafür war mein Intellekt nicht ausreichend ausgebildet. Was bitter ist. Wir haben auch da oben noch ganz viel und Zeug und Gruscht, ne Leute. Ich weiß. Aber ich soll mir ja zu diesen Drachen gehen, ne? Ich komme um die zweite Armee definitiv nicht rum. Also ich denke mal, dass er jetzt erstmal gut aufgestellt ist, mal ein bisschen Abenteuer machen soll. Dann stelle ich jetzt mit ihm hier, ne, stelle ich jetzt mal die zweite Armee auf. Mal gucken. Zumindest mal, dass die, ne, relativ stark sich präsentiert. Und dann können wir vielleicht auch nochmal mit einem zweiten Helden ein bisschen was hier auf der Karte machen, damit wir die Erkundungen schneller abschließen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video trotz meinem Truppengeschiebe gut gefallen. Natürlich hat es euch gut gefallen und deswegen macht jetzt auch alle mal schön brav den Daumen hoch. Und wer es noch nicht hat, auch den Kanal abonnieren. Darüber freue ich mich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ex Astris Gentia. Ciao, ciao.